Blair hat in dieser Baseball-Saison 144 Punkte erzielt. 144. Und alle seine Punkte hat er mit Fernwürfen erzielt, die je 3 Punkte einbringen. 3 Punkte. Er hat in dieser Saison bei 16 Spielen mitgespielt. 16 Spiele. Die Frage ist jetzt, wie viele Fernwürfe hat Blair in jedem Spiel erzielt? Angenommen, dass er in jedem Spiel gleich viele Fernwürfe erzielt hat. Erstmal großer Respekt vor Blair. Also der Typ scheint wirklich gut zu sein. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Baseball gespielt habt. Also es ist wirklich schwierig, von außerhalb des Wurfkreises in den Korb zu treffen. Und weil das so schwierig ist, gibt es eben 3 Punkte. Offensichtlich kann der Typ das wirklich super und deswegen macht er so viele Punkte. Wie lösen wir jetzt diese Aufgabe? Zunächst mal wissen wir ja, er hat 144 Punkte insgesamt erzielt und für diese Fernwürfe. Und jeder Fernwurf bringt eben 3 Punkte. Wenn wir jetzt wissen wollen, wie viele Fernwürfe er also tatsächlich erzielt hat, teilen wir diese 144 geteilt durch 3. Das machen wir mal hier drüben, das ist ja schriftliches Dividieren. Also 144 geteilt durch 3. 3 geht nicht in die 1 rein, 3 geht in die 14 viermal rein. 4 mal 3 ergibt 12. Wir subtrahieren diese 12 von den 14, der Rest ist 2. Die 4 wandert hier runter. Und wir wissen, dass die 3 in die 24 genau 8 mal reingeht. 8 mal 3 gibt also genau 24, wird subtrahiert, bleibt kein Rest übrig. Also, die Antwort hier ist 144 geteilt durch 3 ergibt 48. So, jetzt wissen wir, er hat eben 48 Fernwürfe gemacht. Das ist aber noch nicht die Lösung. Also, er hat 48 Fernwürfe. Entschuldigt mal meine Schrift, hat er also insgesamt erzielt, erfolgreich. Die hat er also gemacht, diese Fernwürfe. Das haben wir jetzt ausgerechnet. Gut, was wir jetzt aber wissen wollen, wie viele Fernwürfe er in jedem Spiel erzielt. Wir haben also diese 48 Fernwürfe und wir wissen aber, dass er die in insgesamt 16 Spielen gemacht hat. Also was wir jetzt machen, ist, wir teilen die 48 geteilt durch 16. Und das mache ich jetzt einfach mal ein bisschen schneller, denn das wisst ihr von eurem großen 1x1. Das ist 3. Die 16 geht in die 48 dreimal rein oder 3 mal 16 ergibt 48. Also, wenn er bei 16 Spielen insgesamt 48 Fernwürfe gemacht hat, ergibt das 3 Fernwürfe in jedem Spiel. 3 Fernwürfe pro Spiel. Und wir sind fertig.